Ja, wir nähern uns leider traurigerweise dem Ende unseres Festivals vor uns. Denn das letzte Konzert für dieses Wochenende. Findet statt jetzt gleich im Anschluss mit unserem Lieblingspianisten Jean Kleeb, Den Sie der hier hinter schon. uns schon Platz genommen hat. Er hat uns verraten, er spielt heute von M bis E, was auch immer das bedeuten mag. Wir werden es erfahren. Wir sind gespannt. Viel Viel Spaß. Vergnügen mit Jean Jean Kleeb. Kleeb. Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, heute hier in der Waggonhalle zu sein. Das, was ich gerade gespielt habe, ist eine Märzmusik, von M beginnend, also eine schöne Frühlingsmusik. Ich werde verschiedene Weihnachtslieder hier für Sie vorspielen und auch mit improvisieren und darüber zu sprechen und neue Ideen zu haben. Ich finde es großartig, dieses Festival zu machen. Es war wunderbar, die ganzen vielen Beiträge, die wir hatten in diesen Tagen. Ich bin sehr begeistert und ich freue mich sehr, hier diesen Abschluss zu machen von diesem Konzert. Mit diesem Konzert. Ich beginne mit einem Stück, das heißt Glücklich sein. Thank you.
ein Schiff geladen, bis an sein höchsten Bord, der Gottes Sohn voll Gnade, des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist, der Mast. Es kommt ein Schiff geladen. Es kommt ein Schiff geladen. Es kommt. Und wenn man diese Musik hört, dann weiß man ganz genau, wie schön diese Weihnachtslieder sind, die sehr alt sind, also ein uraltes deutsches Weihnachtslied, es kommt ein Schiff geladen. Und wenn man dann denkt, heute ist der 21. März, dann kommen ganz viele Ideen, wie man sich miteinander zusammensetzen kann, wie man sich mit diesem Lied auseinandersetzen kann. Vielleicht auch andere Lieder, die so ähnlich klingen wie dieses in anderen Jahreszeiten. Immerhin 21. März, Tag und Nachtgleiche, Anfang der Frühlingszeit. Wunderbare Musik kann man da hören. Und auch eine Parallel kann man ja bilden mit der Weihnachtszeit. 21. Dezember, die Wintersonnenwende oder auch die Sommersonnenwende im Juni und so weiter. Und dann habe ich vier Lieder ausgesucht, die gleiche oder ähnliche Melodiewendungen haben, wie Es kommt ein Schiff geladen, in den verschiedenen Jahreszeiten. Wir fangen an mit Herbst, ein ganz einfaches Lied aus England. Summer is past, winter will come too soon. Stars will shine clearer, skies seem nearer under the harvest moon. Stars will shine clearer, skies seem nearer under the harvest moon. Wenn wir in der Winterzeit gehen, da kann man ja auch andere Klänge hören, dann wird das sehr still in der Musik und sehr kalt und klirrend. Schnee, schöne Schneeflocken, sternförmige Figuren. Vielleicht deswegen haben wir auch diese schönen Figuren als Schmuck in der Weihnachtszeit. Je kälter, desto noch mehr Zacken haben diese Schneeflocken. Ganz tolle Figuren bilden sich. Und so ist die Musik auch. Und Claude Debussy, ein Komponist aus Frankreich, aus dem Impressionismus, hat da mal ein Stück komponiert, die eine ähnliche Melodie hat. Und das Stück heißt Fußstapfen im Schnee. Des pas sur la neige. Ich spiele einen Teil davon. Musik.
und man sieht diese wunderbare Landschaft mit dem Schnee, alles weiß und wunderschön. Ein paar Monate später hat man dann diese andere Kraft in der Natur, diese grüne Farbe, und so wird die Musik mit dieser gleichen Melodie auch etwas lebendiger und leichter, wie zum Beispiel bei diesem Frühlingslied aus Ungarn, Maienwind am Abend sacht. Schöne Jahreszeit. Und wenn wir noch ein bisschen weiter im Jahr gehen, dann haben wir die Sommerzeit. Und dann gibt es eine schöne Melodie, die auch so ähnlich klingt, aus Bolivien, La Mariposa, der Schmetterling. Eine kleine Suite über dieses Weihnachtslied. Und es ist immer schön, diese Lieder, die man in der Weihnachtszeit singt, einmal zu hören. Außerhalb der Weihnachtszeit, dann versteht man auch, wie schön sie sind, und die kann man eigentlich durch das ganze Jahr singen. Wie zum Beispiel in Kolumbien, da gibt es ein wunderschönes indianisches Lied. Schau, wie schön, Velo que bonito. Und da sieht man, wie die Boote hintereinander am Fluss eine Reihe bilden und ganz vorne eine Figur, die Jesusfigur. Und dann sagt Santa Maria, das Kind weint, weil der Apfel verloren gegangen ist. Eine tolle Kombination von Weihnachten und Schöpfungsgeschichte in einem ganz einfachen Folklorelied. Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Señora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Rurirura, San Antonio.
eine ganz andere Stimmung hat das Lied aus Venezuela. Da geht es um ein sehr eiliges Pferdchen. Also das Pferdchen muss nach Bethlehem und ist so ein bisschen hinterher, also schon zu spät. Das Kind wird geboren und muss jetzt schnell nach Bethlehem. Und dadurch wird der Rhythmus des Liedes auch ein bisschen zackiger. Und in 5/4-Takt ist diese Musik, also gar nicht so geradlinig wie in der europäischen Musik. Aber gerade für die Menschen in Venezuela ist dieser Takt ganz normal. Und diese Aguinaldos, die Weihnachtsmusik aus Venezuela, die klingen dann so. Corre caballito, vamos a Belém, a ver a Maria y al niño también, al niño también. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también. Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Ganz anders würde es klingen in Brasilien. Man stellt sich das so vor, wenn Weihnachten in Brasilien gefeiert wird, erstmal ist es die Sommerzeit. Also wir haben ja da, der Hochsommer beginnt und die Musik wird sehr oft draußen gefeiert. Große Prozessionen, Theateraufführungen, die Straßen werden geschmückt, viele Blumen auf dem Boden und schöne Tänzer und wunderbare Musik mit ganz vielen Trommeln und Samba-Musik. Und so kann man sich vorstellen, dass in Nordbrasilien Weihnachten gefeiert werden kann. Estrela de Natal, Weihnachtsstern. Bei diesem Lied gibt es einen kleinen Refrain und da können Sie gerne mit mir mitsingen. Ich zeige dann. Linda estrela que nasce no céu, anunciando que o Natal chegou. Cobre-se o mal com o bem, fazendo preces ao nosso Senhor. Paz na terra aos homens de bem, ser feliz é a nossa vontade. Deus não esquece ninguém e dá a todos mil felicidades. Aleluia, aleluia, pelo bem que nos conduz. Aleluia, aleluia, por amor ao menino Jesus. Linda estrela que nasce no céu, anunciando que o Natal chegou. Cobre-se o mal com o bem, fazendo preces ao nosso Senhor. Paz na terra aos homens de bem, ser feliz é a nossa vontade. Deus não esquece ninguém e dá a todos mil felicidades. Aleluia, 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 aleluia. Das können wir wiederholen. Aleluia, 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 aleluia. Nochmal. Aleluia, 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 aleluia. Und noch ein bisschen schneller. Aleluia, 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 aleluia. Por amor ao menino Jesus.
es macht sehr viel Spaß, die Weihnachtsmusik auch in anderen Kulturen ein bisschen kennenzulernen. Ganz andere Klänge und über die gleiche Geschichte in Lateinamerika sehr oft mit den Kindern verbunden, mit den Kinderchören, weil es ja auch eigentlich ein Kinderfest ist. Und bevor die Kinderlieder ein bisschen mehr im Vordergrund kommen, werde ich eine kleine Impression spielen. Encontro. Begegnung. Ja, ich muss sagen, also Klavierspielen kann schon sehr schön sein und es ist toll, wenn man jeden Tag aufwacht und ein bisschen Klavier spielt, sich so fürs neue Programm vorbereitet und immer wieder die Tasten klingen lassen und so, dass man das Gespür hat, die Fingerkuppen spielen mit, man fühlt die Vibrationen der Saiten bis zu den Fingerkuppen an den Tasten des Klavieres, dass die Musik wirklich in einen reingeht. Das tut sehr gut. In der Weihnachtszeit haben wir ja sehr viele Kinderlieder, die bekannt sind und wunderschön. Auch ein paar waren Wiegenlieder und dann wurden auch Weihnachtslieder. Aber ein, was sehr schön ist, das kennen wir alle.
in der Musik aus Bayern und Österreich, aber Heitschi Bum Heitschi. Sehr schönes Lied, ich mag das sehr. Und dann habe ich auch selber einmal ein Kinderlied geschrieben. Hört ein süßes Klingen. Einmal für Kinder, aber auch für Chor. Der Text geht so. Höret, hört ein süßes Klingen, höret nur die Kinderlein singen. Jeder Mensch die Lieder kennt, auf der Welt ist heut Advent. Freude spürt man in den zündet tausend Kerzen in den Stuben, Fichten, Strauch. Bunte Kränze sieht man auch. In der Klassik gab es ja einen Komponist, der schon sehr viele Lieder komponiert hat, namens Wolfgang Amadeus Mozart. Und er hat ja, viele Lieder von ihm wurden ja bei den Kindern bekannt. Also ja, die Oper Zauberflöte. Aber es gibt eine Melodie, die er kannte in der Zeit, da war er 19 Jahre alt. Und dann hat er diese Melodie gehört, es ist ein Wiegenlied, ein französisches Wiegenlied, damals hieß es « Ah, vous dirais-je, maman ?» Und aus dieser Melodie hat er Variationen geschrieben. Ein paar davon spiele ich vor. Diese Melodie ist dann später in Deutschland als Weihnachtslied bekannt geworden. Thank you.
Und ein paar andere Variationen habe ich auch gemacht, mit Jazz gemischt. Mozart Goes Jazz ist ein Album von mir mit diesen gleichen Themen von Mozart und Weihnachten gemischt. Vielleicht hätte Mozart das auch gerne improvisiert mit ein bisschen Jazz dazu. Er war ja viel auch improvisiert, so wie wir das auch gerne tun. Da wir jetzt schon bei der Jazzmusik sind, spiele ich gerne auch noch ein paar Songs, ein bisschen instrumental hier am Klavier, die man so kennt aus USA, Nordamerika, Let It Snow, White Christmas, wunderschöne Melodien. Also viele sind sehr bekannt. Ich werde ein bisschen improvisieren über diese Melodien. Und ich spiele sie gerne, auch nicht nur in der Weihnachtszeit, weil es eine tolle Musik ist.
Ja, Happy Christmas, so macht das sehr viel Spaß von John Lennon. Ganz viele verschiedene Richtungen der Musik habe ich da ein bisschen angespielt. Aber man hat auch gehört, das macht Spaß, ein bisschen in so eine Stimmung zu bleiben und die Stücke zu improvisieren. Zur Weihnachtszeit gibt es ja ganz viele Stücke, die man spielen kann. Man spielt ja auch in der Weihnachtszeit nicht nur Weihnachtsmusik, aber auch Geschenke. Man gibt auch den Leuten Musik, man spielt was vor, man freut sich miteinander zu sein. Und so kann das auch bei so einem Frühlingsfest genau der Fall sein. Trotzdem möchte ich gerne mal ein Stück spielen, ganz woanders. Also wie ist dann Weihnachten zum Beispiel in Indonesien? Wie spielen die Leute da die Musik? Und wir kennen ja auch in der Musik bei uns, ist ja Weihnachten sehr stark mit Glocken verbunden. Wir haben sehr viele Klänge, die Glocken klingen und Jingle Bells und so weiter. Übrigens, die Melodie von Jingle Bells ist ganz interessant, weil die hat hier diese Sechsten nach oben. Dann gibt es eine andere Musik hier, die eine Filmmusik, die genau die gleichen Intervalle hat, aber die so nach Moll sind und nach unten gehen. Die geht so. Wer von wem abgeschrieben hat, weiß ich nicht, aber man kann die beiden Musik, also ist interessant, dass man eine Musik so nach oben hat, diese glockenklare Musik. Die andere Musik so emotional. Love Story. Und wie ich eben sagte, in Indonesien wird die Musik auch ganz anders klingen, weil dort ist ja ein Kontinent, wo die Glocken zu Hause sind. Also wir haben ja sehr viele Orchester, Gruppen, die Gongs spielen, verschiedene Arten von Glocken spielen, Gamelan-Musik nennt sich das. Und das klingt dann in etwa so. Natürlich habe ich die Glocken jetzt nicht dabei, aber ich kann das am Klavier ein bisschen imitieren. Thank you.
Und so kann man sich ein bisschen in diese Musik vertiefen, mit ein paar Klebarrangements hier dabei, aber die Indonesier verzeihen das, glaube ich. Und dann kann man das hier so mischen. Ja, ich freue mich sehr, hier in diesem Saal immer wieder zu spielen und Musik zu machen für Sie. In einer Zeit, wo wir gerne auch Musik haben wollen, auch in den Wohnzimmern und zu Hause, wo man auch dies genießen kann. Und bevor ich das letzte Stück spiele des Programms, möchte ich mich nochmal bedanken bei der Technik und vor allen Dingen bei der Organisation der ganzen Aktion des Festivals hier, bei der Maggie Christmas. Und es ist wunderbar, wie alles funktioniert hat. Also ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben mit ganz vielen Künstlern. Bin sehr begeistert und auch sehr froh, dass ich auch Teil dieser Gruppe hier sein durfte. Ich werde jetzt am Ende des Programms ein Stück spielen, ein Weihnachtsstück, auch mit Glocken. Und dieses Stück war immer ein Wunsch von mir, ein Bossa Nova zu komponieren. Eine Weihnachtsmusik, die die Bossa Nova Musik hat. Und das kannte ich noch nicht, wollte ich seit meiner Kindheit sowas machen. Und dann habe ich das selber gemacht. Badalando Sinus di Natal, das heißt, die Glocken klingen die ganze Zeit. Und man hört das überall, wie diese schönen Glocken, diese wunderschöne Stimmung, die Message Feliz Natal sagen. Und da das Konzert ja mit E aufhört, und würde ich dann sagen, E, Eternal Music. Für immer die schöne Musik, die man immer wieder spielen kann und sich daran freuen kann. Menino Deus pro nosso bem, vamos todos juntos festejar, resplandecer a linda estrela de Belém. Tabauá, 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 tabauá. Badalando os sinos da catedral, nessa noite tão especial. Badalando os sinos na catedral, nessa noite tão especial. Venha ver a luz no céu brilhar, brilhar. Badalando os sinos de Natal, badalando os sinos de Natal, badalando os sinos badauá, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos bada, badalando os sinos bada, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos bada, badalando os sinos bada, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos, bada, badalando os sinos, bada, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos, bada, badalando os sinos, bada, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos, bada, badalando os sinos, bada, badalando os sinos de Natal. Badalando os sinos, bada, badalando os sinos, bada, badalando os sinos de Natal. Para, para, pa, 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 para, pa, para, para, pa, tico, tico, tico. Tic-tac, 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 tic-tac
Badalelu, Badalelu. Badalando, 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 badalando. The angels did say,